Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei Mirror's Edge Catalyst. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, letztes Mal ist die Scheiße drüber und drunter gegangen. Wir wurden angegriffen von sehr vielen Soldaten. Noah wurde angegriffen, das Hauptquartier wurde gestürmt. Drohnen sind hinter uns her und jetzt wollen wir uns mit Icarus treffen und erstmal die Lage besprechen. Und wir sind auch schon hingelaufen, wir müssen nur noch annehmen. Zuflucht. Kruger Sack hat das Versteck angegriffen. Die anderen Runner, unter ihnen auch Noah, sind entweder tot oder werden vermisst. Du musst einen Ort finden, um dich zu verstecken, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Ich bin jetzt beim Kran, Icarus. Gut, ich bin oben in der Führerkabine. Gib mir einen Moment, um die Steuerung zu kapieren. Gefährlicher Bandenchef bei Kruger Sack Razzia getötet? Siehst du das auch, Icarus? Ja, ich seh's. Diese Bastarde haben ihn tatsächlich getötet. Noah. Wir müssen untertauchen, Faith. Ich habe mit Rebecca Thane gesprochen. Sie gewährt uns Unterschlupf. Vergiss es. Wir können es uns nicht leisten, wählerisch zu sein. Wo sollen wir denn sonst hin? Noah hat Rebecca nicht vertraut. Ich bin mir sicher, sie wird uns verstecken. Sie hasst Kruger ebenso sehr wie wir. Na schön. Wir gehen zu ihr. Ich werde nicht lange bleiben. Wir bleiben nur, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ich schicke dir die Koordinaten. Ansonsten sollten wir den Weg nicht mehr nutzen, bis wir dort sind. Ja, die Kacke ist am Dampfen, aber so richtig, oder? Und wir wollen uns jetzt ausgerechnet bei Rebecca verstecken. Naja. Da weiß ich ja noch nicht, ob ich da so überzeugt bin von. Aber gut. Wir haben wahrscheinlich echt keine Wahl. Ja, und die sagen, Noah wurde getötet. Aber wir wissen es nicht, ne? Vielleicht sagen die das auch nur und der lebt doch noch. Wer weiß. Aber erstmal müssen wir jetzt davon ausgehen, dass er tot ist. Und versuchen selber uns zu verstecken. Alles Weitere wird sich zeigen, ne? So, ich dachte, ich schaff's noch rüber, aber es hat nicht gereicht. Wer bist du denn eigentlich? Man weiß es nicht genau, ne? Hi! Auch hier. Okay. Hier wollen wir runterrutschen. Und dann, geht's hier runter. Ich glaube, sowas ähnliches hatte man auch in Mirror's Edge 1. Zumindest kommt mir so ein tiefes Loch bekannt vor. Aber es sah noch ein bisschen anders aus. Nee, es stimmt nicht ganz. Erreiche Black November. Sieht auf jeden Fall alles sehr anders aus hier, oder? Ganz anderes Setting. Bisschen düsterer hier im Untergrund. Nicht mehr so schön und weiß und sauber wie da, wo wir bisher unterwegs waren. Laufen die Aufnahmen alle? Ja, ich war mir gerade nicht ganz sicher. Ach, sieht gut aus. Oh, crap! So, wunderbar. Bin ich hier richtig? Ja, hier geht's weiter. Achso, warte mal. Nee, das geht ja anders. Wir können so machen. Und dann so, aber das geht nicht. Oder wir können... Ich will nur mal eben was ausprobieren. Oder wir können so machen. Nee, dann können wir an der Wand auch nicht langlaufen. Na gut. Aber so geht's halt schneller über die Wand, als wenn man... Ja. Ihr wisst schon. So, wir nehmen uns hier noch den Chip mit. Gibt ja einmal diese elektronischen Bauteile und andererseits diese komischen Chips. Ich weiß auch immer nicht so genau, was ist. Ah, okay, hier geht's nicht weiter. Wollte nur mal gucken, was es da noch gibt. Vielleicht gibt's ja was Tolles, ne? Und dann wollen wir das natürlich nicht verpassen. Ist aber wirklich viel düsterer und unfreundlicher hier. Damit ist uns der Weg freigelegt worden, ha? Da hätten wir vorher sonst nicht lang gekonnt. Okay. Na gut, dann gehen wir mal hier rüber. Ich sollte eigentlich von der anderen Seite kommen, aber wir kommen einfach von hier. Das war knapp. Ich dachte, sie läuft da noch ein bisschen an der Wand lang. Hat es aber nicht gemacht. Bin ich überhaupt richtig? Ah, schon, oder? Okay, wir müssen da hoch. Das geht am besten von oben, ne? Erstmal hoch und dann... Alles klar. Moment.
Soll ich hier lang? Oder soll ich einfach nur hier hochspringen? Ach so, doch. Wahrscheinlich sollen wir einfach nur da hochspringen. Wartet mal. Wahrscheinlich einfach mit Anlauf. So, ja. Dann funktioniert das. Und jetzt kommen wir auch von hier aus auf die Plattform. Wunderbar. Und die hält. So, nächster Schalter. Okay, da unten geht's weiter. Was ich immer krass finde, es gibt ja bei solchen Spielen hier, zumindest bei Mirror's Edge 1 gab es das, gibt es wahrscheinlich hier inzwischen auch schon, so Speedruns. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Speedrun heißt, man versucht ein Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. Also bis auf die Sekunde genau. Das heißt, du musst jeden Weg perfekt machen, jede Mission auf der schnellste Art und Weise, die es überhaupt gibt. Und Cutscenes werden natürlich übersprungen und all sowas. Also überall, wo man nur eine Millisekunde einsparen kann, wird eine Sekunde eingespart. Und dann gibt es eben so Rekorde und wer es am schnellsten schafft halt. Und das gibt es zu sehr, 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 sehr vielen Spielen. Zu alten Mario-Spielen und zu Doom und zu allem möglichen. Und es gibt eben auch zu Mirror's Edge 1. Und wenn man sich das mal anschaut, was die für Wege laufen und wie die springen, das ist so krank. Ihr müsst euch das mal anschauen. Sucht mal noch bei YouTube nach Mirror's Edge Speedrun oder so. Es ist so krank. Ich finde das richtig faszinierend. Das Ding ist halt auch, dass sie dann so ein Spiel, bis sie mal wirklich diesen Weg drin haben, wahrscheinlich 20.000 Mal durchspielen müssen, ja? Um überall noch eine Sekunde zu sparen. Und alleine schon, du musst ja bei so einem Speedrun wirklich einen perfekten Run haben. Das heißt, wenn du es schaffst, die ersten 80% des Spiels perfekt zu machen und dann aber einmal einen Fehler machst, dann hast du schon wieder nicht mehr die Möglichkeit, den Rekord zu holen, sozusagen. Das heißt, die müssen es dann auch noch irgendwann schaffen, einen Run perfekt ohne Fehler hinzukriegen. Und das kann bei langen Spielen ja wirklich sehr schwierig sein, nicht einen Fehler zu machen. Das ist unglaublich. Ich habe da riesen Respekt vor, aber ich könnte das halt nicht jahrelang oder monatelang immer wieder dasselbe Spiel storymäßig durchzuspielen, um überall noch eine Millisekunde rauszuholen. Da hätte ich nicht die Nerven für. Wobei es natürlich schon auch irgendwie faszinierend ist, dann noch sich zu verbessern und so, aber viel zu krass. Faith! Komm runter! Was da passiert ist... Faith, es tut mir leid. Sparen Sie sich das. Hör zu, Noah und ich waren uns in vielem uneins, aber ich habe ihn respektiert. Wie deine Eltern. Noah sagte, sie gehörten zur selben Gruppe. Ja. Solange, bis mir klar geworden ist, dass wir uns niemals friedlich vom Konglomerat und den Familien dahinter befreien können. Wir müssen es vernichten. Mit jeglichen Waffen, die uns zur Verfügung stehen. Ich weiß, was Sie denken, aber Sie irren sich. Ich habe es nicht. Ich denke doch. Deshalb macht Krugersack Jagd auf dich. Und deshalb ist Noah tot. Mann, es reicht! Hör zu. Ich gewähre dir jetzt Unterschlupf für den Moment. Aber meine Gastfreundschaft hat auch Grenzen. Und irgendwann musst du Stellung beziehen oder du musst verschwinden. Das reicht, Rebecca. Sie hat's begriffen. Gut, denn eins muss dir klar sein. Du bist nicht länger neutral, Faith. Jetzt ruh dich aus und denk einfach über meine Worte nach. Tristan zeigt dir deine Unterkunft. Wir reden noch. Später. Nicht jetzt. Ich muss das hier fertig machen. Sie haben kein Recht! Aufhören! Erika! Erschieß ihn! Wer ist da am Fenster? Irgendein Kind, schnappt es! Das ist eine Katze! Das bin ich! Mama! Faith, komm so schnell wie möglich her.
So, Zuflucht ist abgeschlossen. Der Feind meines Feindes ist, der Feind meines Feindes ist mein Freund, kann man so sagen. Black November und die gute Rebecca. Ja, dann hat das Spiel jetzt doch plötzlich noch eine Wendung genommen, mit der ich nicht gerechnet hätte. Also es waren alles so Missionen, die so... ja, nichtssagend eigentlich waren, ne? Renn dahin, mach das, besorg mir das und so und alles ist schön und gut, aber... diese Wendung plötzlich mit Noah möglicherweise tot und wir sind plötzlich hier im Untergrund und es ist alles plötzlich düster und das ist eine Wendung, die gefällt mir eigentlich, dass mal ein bisschen hier Action und Spannung reinkommt. Und wir sind jetzt eben bei Rebecca und Black November und so weiter, auch wenn wir da nicht so ganz glücklich mit sind. Guck mal, hier ist es viel, eigentlich ist es viel geiler, oder? So dieses neblig, düstere, dreckige so im Vergleich zu diesem, wobei ich mag ja dieses helle. Ich mag dieses Glas und das Weiß und alles ist sauber, sieht auch geil aus, aber es hat auch was. Sieht schon echt schick aus. Das Spiel ist auch grafisch schön nicht ansprechend. Die tricksen natürlich ein bisschen damit, dass es sehr viele spiegelnde, glatte Flächen hat, ohne viele Details. Dadurch wirkt es, glaube ich, geiler, als es eigentlich ist, so von der Leistung her. Weil es nicht so aufwendig ist, eine spiegelnde Oberfläche geil aussehen zu lassen, im Vergleich zu zum Beispiel einem Wald oder so. Aber ich finde, es macht trotzdem optisch was her, das Spiel. So, hier ist Rebecca und die will mit uns reden. Übergriffe. Du bist Krugers Eck entkommen, indem du tief in den alten Omnistead-Tunneln unter den Projekten Zuflucht bei Black November gesucht hast. Ihre Anführerin Rebecca Thane behauptet, sie habe deine Eltern gekannt, aber dein Bauchgefühl sagt ihr, dass sie nie wirklich enge Freunde waren. Jetzt verlangt Rebecca deine Hilfe, wobei genau bleibt abzuwarten. Ja, wir vertrauen ihr noch nicht so ganz, glaube ich, ja? Was gibt's? Ich wollte dir zwar ein wenig Ruhe gönnen, aber die Situation ist kritisch. Und wir alle müssen unseren Beitrag leisten. Krugers Eck? Ja, sie dringen in die Tunnel vor und stationieren eine neue Art von Beobachtungsdrohnen. Sie kommen uns dabei gefährlich nahe. Wenn diese Drohnen nicht zerstört werden, bevor wir sie aktivieren, haben wir überhaupt keinen Bewegungsspielraum mehr. Ich helfe Ihnen. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Icarus ist bereits draußen. Denk dran, die Drohnen sind noch nicht aktiv. Sie stellen noch keine Gefahr dar. Nimm dich aber vor Krugersec-Patrouillen in Acht. Alles klar. Schicken Sie mir die Daten. Mach ich. Schaffst du's? Können wir alle ein wenig durchatmen. Wenn man mal so logisch drüber nachdenkt, also das ist ja so eine Untergrundorganisation und so und die arbeiten von hier aus und so und die brauchen ja auch Computer natürlich zum Arbeiten und die brauchen auch Bildschirme zum Arbeiten, aber wenn man mal logisch drüber nachdenkt, macht das hier absolut keinen Sinn. Warum sollten die hier, keine Ahnung, 10 Fernseher riesige betreiben, wo einfach nur das Logo von denen drauf ist? Das macht absolut gar keinen Sinn. Aber es sieht gut aus. So, wo sollen wir hin? Wo wollen wir lang? Wollen wir hier oben raus? Ich weiß es nicht. Ja, wir machen das. Also es wurden neue Drohnen installiert, die zerstört werden müssen. Habe ich verstanden. Aber dafür muss ich ja erstmal... Och, was liegt denn da? Ein Dokument. Okay. Ich denke mal, bei diesen roten Kästen denke ich immer, das ist so ein Elektrochip-Ding, aber das ist es gar nicht. Sieht nur so ähnlich aus. Also Icarus ist auch schon draußen. Über ein Jahrzehnt unser Territorium. Und Krugers Eck war immer klug genug, an der Oberfläche zu bleiben. Bis jetzt. Warte mal, ich muss kurz überlegen, wie wir hier... Das hier war okay. Ein Teil einer Omnistead-Entsalzungsanlage. Einige Bereiche sind schon mehr als 100 Jahre alt. Sie wurden für die Ewigkeit gebaut. Ganz anders als alles, was das Konglomerat erschafft. Hey, ich habe gerade erfahren, dass die... Nein! Fast hätten wir es geschafft. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Aber gut, wir erfahren ein bisschen was über diese Tunnel, warum die da sind und warum die gebaut wurden und all sowas. Ist gar nicht schlecht. So, ich denke, die Richtung stimmte aber schon. Nein! Warum nicht? Dass die Beobachtungsdrohnen noch verpackt sind und bewacht werden. Du musst eine Möglichkeit finden, sie zu zerstören. Die sind noch verpackt und bewacht? Alles klar. Warte mal, ich muss mal eben schauen. Ich wette, wir können das so machen, wie ich das geplant hatte. Ja, seht ihr, wir können es so machen. Man hätte eigentlich, man sollte da drüben lang, aber ich fand das schöner. So, da ist ein Gegner. Ich würde sagen, den haben wir. Stoße die Kiste in den Abgrund. Aber ich hänge gerade irgendwie selber am Boden fest. Ach so, ich war, glaube ich, da irgendwie eingeklemmt in dieser... Ich finde es ein bisschen schade, dass wir die Waffen von denen nicht benutzen dürfen. Ich meine, man konnte bei Mirror's Edge 1 auch ein bisschen schießen. Nicht viel, aber so ein bisschen. Und auch ein Weg, sie loszuwerden. Gut, bleiben noch zwei. So, weitere Gegner. Krugers Eck weiß, dass du da
da bist. Du musst bei der zweiten. Ah, und ich weiß, dass die wissen. Und ich weiß, dass die wissen, dass ich da bin. Aber ich schalte die halt einfach aus, ha? Beziehungsweise, einfach nicht, aber ich schalte sie aus. So, den haben wir auch. Den Kollegen werde ich mir jetzt auch noch schnappen. Tschüss, und dann muss ich mir noch überlegen, wo die nächste Kiste ist. Oh Gott, du sollst nicht runter, du sollst da oben bleiben. So, und dann hier lang. Zack, schön mit dem Übergang oder wie das heißt. Gibt es da so einen Begriff für? Ich weiß gerade gar nicht, ob ich hier richtig laufe. Ah ne, da ist die andere Kiste. Wartet mal. Dann muss ich einfach hier runter, ha? Huh? Nein, 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 du sollst da schon runter. Ja, und du bist gleich tot. Ich wollte es nur gesagt haben. So, warte mal. Jetzt sind wir auf der falschen Seite. Nein! Oh Gott, sie läuft nicht an der Wand lang. Shit. Also die Richtung, ich war zu weit schon. Ich glaube, dass wir direkt drüben hätten bleiben können. Aber da runterzufallen war jetzt wieder blöd. Aber hier war richtig, oder was? Naja, hier war richtig. Wartet mal. Und dann sollen wir hier lang. Ja, wir sollen hier lang. So, tschüss. Genau, und wir sollen auch hier hoch. Wobei das gar nicht nötig wäre, man käme nämlich auch von... Ups, man käme nämlich auch von da drüben hier drauf. Aber gut. Ja, und da müssen wir einfach nur hier runter. So, okay. Jetzt ist richtig. Hätte man eleganter lösen können, aber Richtung stimmt. Ich schiebe einfach schon mal die Kiste runter. Während die noch auf mich schießen. Das ist Musik in meinen Ohren, Faith. Nur noch eine Drohne, du hast es geschafft. Weiter so. So, den haben wir auch. Jetzt muss ich mal schauen, wo wir denn hinwollen. Ich bin gerade etwas chaotisch hier. Gibt es mal irgendwo eine Deckung vielleicht? Ja, hier. So, die nächste, wir müssen darüber. Ich hole mir einfach mal die Gegner. So, den haben wir. Den anderen hole ich mir noch. Das waren die, die ich eigentlich schon ausgeschaltet hatte, glaube ich. Und die ich jetzt nochmal ausschalten muss. Weil wir neu geladen hatten. Ach, und er hat mich erwischt. Ja, nur weil ich runtergefallen bin. Deswegen habe ich Schaden bekommen. Aber das ist, die Gegner hatten wir eigentlich schon ausgeschaltet. Das ist dann durch den Neustart sind die wieder da gewesen. Aber gut. Da waren wir nämlich schon. Ernsthaft, muss ich den einen nochmal holen? Okay. Ja, muss ich nochmal machen. Na gut. Aber sollte ja schnell zu schaffen sein. So, diese werden wir ja schnell los. Warte mal, wie war das nochmal? S und linke Maustaste. Ah, und dann kommen wir von hinten dran. Ja, das ist eigentlich ganz geil. Das haben wir ja extra geskillt. Dafür kann ich das ja ruhig mal benutzen. So, weg mit dem. Dann schmeißen wir die erste Kiste runter hier. Oder beziehungsweise ist halt die zweite. So. Und dann holen wir uns noch die dritte. Das ist Musik in meinen Ohren, Faith. Nur noch eine Drohne und du hast es geschafft. Weiter so. So, weg mit der. Weiter geht's. So, den haben wir auch. Und der letzte ist der hier. Und runter mit dem. So, und hier geht's weiter. Wunderbar, alles gut. Alles unter Kontrolle. Black November ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Es gibt jede Menge Unzufriedenheit in der Unterkaste. Nicht mehr lange und sie ist bereit, sich zu erheben. Sind wir hier richtig oder... Ach, guck mal, hier ist auf jeden Fall so ein Chip. Die Familien haben eine Gesellschaft erschaffen, die unmöglich fortbestehen kann. Unbegrenztes Wachstum, unbegrenzter Konsum. Das ist Wahnsinn und wird uns letzten Endes alle vernichten, wenn wir die Arbeiter nicht zwingen, ihre Lebensweise zu ändern. Also im Endeffekt ist es so, dass die Black November Organisation gegen diese Elite kämpft. Die Gesellschaft ist selbstzufrieden und träge geworden. Aber wir werden sie wachrütteln, Faith. Die Menschen müssen am eigenen Leib erfahren, was Angst und Verlust und die normalen Arbeiter, die sogenannte Mittelkaste, die lebt einfach ihr normales Leben und demonstriert da nicht gegen diese Elite. Ist ja fast wie im echten Leben, nicht?
An manchen Tagen frage ich mich, ob Omnistad wirklich so schlimm ist, wie alle denken. Kruger 6 schickt Verstärkung, Fane. Sei vorsichtig. Verstärkung? Ja, nee, Verstärkung ist okay. Wir sollen die ruhig machen. Ist nicht mein Problem. So, den haben wir. Den werde ich mir auch noch schnappen hier. So, den haben wir auch. Hier ist noch eine Kiste. Ich glaube, wir schieben die einfach schon mal, während die noch auf mich schießen. Ich zerstöre jetzt die letzte Drohne. Zack, weg ist sie. Sehr gut. Es gibt da ein paar Türen, die über eine Konsole geöffnet werden. Sie sind der schnellste Weg nach draußen. So, den haben wir auch. Und jetzt schnappen wir uns den noch. Das Ding ist halt, du kannst die nicht, wenn du auf die zuläufst, kannst du ja nicht verhindern, dass sie auf dich schießen, ne? Und dann ist das halt echt irgendwie ein bisschen blöd. So, Knopf gedrückt. Da müssen wir hin, oder was? Ich hab die Türen gefunden. Und verschwinde jetzt von hier. Danke, Faith. Alles klar. Jetzt werden sie es sich zweimal überlegen, bevor sie... Okay, ist abgeschlossen. Mach dich auf den Rückweg. Wir bereiten eine neue Mission vor, an der du vermutlich teilhaben möchtest. Runner Kit verfügbar. Stürze die Kruger-Sec-Geschütze in den Abgrund. Ein Upgrade-Punkt, ein elektronisches Bauteil. Also, wir haben... Wir können uns jetzt auch hier unten frei bewegen. Das ist so wie oben quasi, nur im Untergrund. Finde ich gar nicht so schlecht eigentlich. Das ist schon ganz cool. Und hier gibt es auch Grid-Leaks, hier gibt es elektronische Bauteile und all sowas. Oh, das war zu tief, um abzurollen. Okay. Ja, finde ich eine coole Sache, dieser Untergrund. Das ist mal wieder eine neue Umgebung. Hat mal wieder was, ist was anderes so, sag ich mal, ne? Und hier können wir jetzt also auch überall uns hier Grid-Leaks sammeln und all so Sachen. Wie oben eben auch. Finde ich gut. Finde ich gut. So. Und dann würde ich sagen, was ist auch für heute? Wir schauen jetzt noch ganz kurz. Gott, hier sind überall Grid-Leaks. Meine Güte. Hier konnte man noch rüber, ne? Ja. Wir schauen jetzt noch ganz kurz in die Karte. Also, ach so, das ist jetzt der Untergrund. Ja, der ist ja nicht so groß. Aber da sind wir jetzt eben, das ist ein eigenes Gebiet. Da wollen wir die nächste Mission machen. Viva la Resistance. Die Mission müssen wir machen, um irgendwas skillen zu können. Das habe ich schon gesehen gehabt. Irgendwas müssen wir abschließen dafür. Schwerer Übergang, Schaden. Höherer Schaden durch schwere Übergangsangriffe von oben. Ah ja, okay, das sind diese Sprungangriffe und sowas. Betäubungsvorteil, Graphengewebe. Ah, das mit diesem schweren Übergang, das finde ich, glaube ich, ganz gut. Kostet einen Upgrade-Punkt oder was? Kaufen wir mal. Und bei Ausrüstung haben wir jetzt hier Störung. Halte F, betäubt Kruger-Sec-Einheiten für kurze Zeit durch Störung ihrer Kommunikationssysteme, zerstört Überwachungskameras. Wird durch Bewegung kinetisch aufgeladen, nutzt Faves Beatlink und die Energiequelle des MacGrobe, um einen Hochleistungskommunikationshack auszuführen. Klingt gut. Kaufen wir mal. Und das nächste wäre dann KI-Störung. Könnten wir schon skillen, wenn wir einen Punkt hätten. Na gut, haben wir aber nicht. Dann sage ich jetzt erstmal Dankeschön fürs Zuschauen aus dem Untergrund hier. Könnt ihr mir mal schreiben, was euch besser gefällt. Dieses Glas und Weiß und Leuchttafeln, LEDs und dieses ganze Moderne. Oder lieber hier unten dieser düstere Untergrund mit ein bisschen Nebel und Dreck und Rohren und Leitungen und Strom. Und sieht auch geil aus. Ich finde es, glaube ich, fast cooler als oben. Aber es ist eine schwere Entscheidung. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Mirror's Edge. Euer Walle. Bye, bye.